Jeder kennt die Tabellensituation und beide Mannschaften benötigen einfach die Punkte. Und deswegen steht dieses Spiel für mich im Vordergrund. Und das heißt ja nicht VfL Bochum gegen Thomas Reis, sondern gegen Schalke 04. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und alles, was drumherum geschrieben wird oder Sonstiges, ja, das gehört irgendwo dazu. Und ich bin da völlig entspannt. Ich freue mich natürlich auf eine Rückkehr. Und ja, ich möchte versuchen, mit meiner Mannschaft erfolgreich in Bochum zu spielen. Also ich denke nicht, dass uns viel Liebe entgegenschlagen wird, weil Bochum möchte gewinnen, wir möchten gewinnen. Und deswegen ist es auch völlig egal, wie der Empfang ist. Natürlich kenne ich das Stadion. Natürlich kenne ich das Umfeld. Vielleicht die Mannschaft ein bisschen besser, die einzelnen Spieler. Man weiß oder ich weiß, was auf uns zukommt. Es ist alles sehr, sehr eng. Es kann sehr, sehr laut werden. Es kann natürlich sehr, sehr hektisch werden. Man bekommt viel mit, auch außenrum, weil halt die Zuschauer sehr nah am Spielfeld dran sind. Sie haben uns auch damals, wenn ich mich noch als damals bezeichnen darf, fantastisch unterstützt. Sondern das ist auch ein Faustpfand, genauso das, was wir haben in unserem eigenen Stadion. Und da gilt es dagegen anzukämpfen, trotzdem kühlen Kopf zu bewahren. Ich kann nur sagen, dass es ja, mit Sicherheit sehr, sehr, sehr hitzig werden kann, dass natürlich sehr viel Power auch von den Rängen rübergetragen kann. Aber wir haben ja auch viele Zuschauer dabei, die uns unterstützen werden. Und das wird ich denke, das wird ein fantastisches Spiel werden. Auf jeden Fall ein emotionales Spiel für alle. Auch nach diesem Spiel wird ja noch keine Entscheidung getroffen, ob wer jetzt absteigt. Wir können uns in eine bessere Ausgangsposition bringen, genauso wie Bochum. Und mir ist es wichtig, dass es ein friedvolles Derby wird, auf den Rängen, auch außerhalb vom Stadion. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, unabhängig von meiner persönlichen Vergangenheit. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein emotionales Spiel und so soll es ja auch sein. Aber wichtig ist ja, dass hoffentlich das friedvoll über die Bühne geht. Und ja, man sagt immer, die bessere Mannschaft soll gewinnen, aber manchmal gewinnt auch nicht die bessere. Deswegen, ich hoffe, dass wir natürlich da erfolgreich sind.